Hier ist wieder der Testmischel von YouTube und heute wollte ich euch mal diesen schicken Bilderrahmen vorstellen. Dabei jetzt viel Spaß mit dem Video. Den nachher gezeigten goldenen Bilderrahmen aus Pappe könnt ihr zum Beispiel auf Amazon bestellen. Dort kostet er rund 9,50 Euro. Wer nach dem Video Interesse an dem Produkt hat, der Link dazu ist im Textfeld unter dem Video zu finden. Und so wird der Bilderrahmen geliefert. Hier haben wir noch die Rückseite. Das soll nachher alles in der Verpackung drin sein. Ja, dann werden wir die doch mal jetzt auspacken. Unboxing Video, Unboxing Video, Unboxing Video. Soll ich ein Unboxing machen von dem Bilderrahmen? Ja, auf jeden Fall. Findest du das toll? Naja, die meisten YouTuber wollen sowas gucken. Ja, dann machen wir das doch mal. Okay, cool, tschö. Jo, Peter will ein Unboxing. Dann machen wir mal ein Unboxing von dem Inhalt. So. Oh, schaut mal hier. Was kommt denn da? War es da schon gewesen? Nichts mehr drin? Weg mit dir! Es gibt ja Leute, die regt das auf, dass ich meine Plaster immer auf den Tisch schmeiße. Mir ist es egal. So, das ist Schönes drin. Plastik, weg. Das sind die ganzen Masken, Hüte und Sonstiges. Und hier haben wir jetzt den Bilderrahmen. Jo, und dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal genauer an. So, mal gerade zum Zeigen nochmal. Hier sind die verschiedenen Hüte, Bärte, Münder. Ja, und die waren dann auch alle in der Verpackung drin gewesen. Wir stehen aus Pappe. Ich hole mal gerade den hier. Immer so eine Art Zylinder. Vorderseite ist immer farblich oder dann halt mit einem Muster bedruckt. Und die Rückseite dann weiß. Ja, hier so dünne Pappe und so schauen dann die verschiedenen Hüte jetzt aus, Prinzessinnenkrone, dann haben wir hier noch verschiedene Brillen, hier haben wir noch Münder und dann Bärte plus zwei Fliegen. Mitgeliefert wurden ja noch diese Stäbe hier, an denen befindet sich immer hier so ein kleines Klebepad, das könnt ihr abziehen. Zack. Und dann kann man das jetzt hier mal gerade gucken, wenn wir den Hut nachher so haben. Das muss man wahrscheinlich am besten erst am Kopf anhalten und dann zum Beispiel jetzt hier dann das Teil dran kleben und dann kann man das so auf den Kopf festhalten, ohne dass es irgendwie runterfällt, weil das hat man hier dann noch in der Hand. Das hält auch bombenfest. Das geht auch hier so einfach jetzt nicht mehr ab. Ich guck mal gerade. Kann man sie noch lösen? Ja, das ist cool. Ihr seht auch, da ist jetzt irgendwie nicht die Pappe eingerissen oder abgegangen. Das heißt, wenn man es mal falsch positioniert hat, kann man es dann ablösen und wieder neu dran machen. Und das hält dann weiterhin Bombe. Dann kommen wir zu dem Bilderrahmen. Der ist gefaltet. Das macht er dann einfach hier so auf. So, oh, der ist ganz schön groß. Und den muss man nachher, seht ihr schon selber, auf der Rückseite mit Pappe nochmal stabilisieren, weil sonst nimmt er keine gescheite Form an. Seht ihr ja hier selber, der ist halt ziemlich dünn. Der Druck ist aber klar und deutlich, da gibt es jetzt nichts zu bemängeln. Aber dann halt, da muss ich mir jetzt mal gerade Pappe holen, doppelseitiges Klebeband, um den dann richtig schön zu fixieren. So, ihr Bastelfüchse. Ich mache mal einen Misch aus Styrodur und Pappe. Und zwar an die längere Seite von dem Bilderrahmen mache ich die Pappe. Die wird ungefähr so breit, dass die knapp ober- und unterhalb des Randes dann verschwindet. Hier doppelseitiges Klebeband. Und an die Seiten habe ich mir gedacht, mache ich das Styrodur. Das kriegt ihr im Bauhaus, da kostet dann, ich glaube, die 60x1,20 m Platte um die 6-7 Euro. Das Schöne ist halt nachher, so habe ich mir das vorgestellt, wenn ich das hier an die Seiten dran geklebt habe, kann man den Bilderrahmen, weil das ja hier dicker ist, nachher mit beiden Händen so festhalten. Anstatt, wenn hier nur Pappe ist, dann habt ihr ja keinen Halt von dem Bilderrahmen. Und so kann man den schön vor sich dann hinhalten. Ja, Styrodur ist halt cool. Das lässt sich super einfach schneiden. Da braucht ihr nur hier so ein Messerchen, ein bisschen schärfer, ein bisschen längere Klinge und dann habt ihr das ruckzuck durchgeschnitten. So, die eine Seite schon festgeklebt. Das hier ist die zweite Seite.
doppelseitiges Klebeband ist aufgebracht. Dann zieht ihr das hier einfach so ab. So, das reicht schon, wenn es so ein bisschen drüber ist über diese Faltstellen, weil das hier ist eigentlich dann relativ stabil, der Bereich. Das heißt, wir drücken mal hier so runter. Das muss ich mal gerade gucken. Dann setze ich das jetzt hier so an. Und hier hinten noch gerade machen. Zack. So, jetzt ist es schön fest. Und ihr seht, das Ganze ist jetzt sehr stabil geworden. Und man kann den Bilderarm noch links und rechts dann anfassen. Jetzt schneide ich mal die Pappe. Wenn man es mit der Schere macht, ist das Problem halt, ihr seht schon, das knickt hier immer so ein bisschen ein. Deswegen, falls ihr ein Messer habt, legt es auf einen flachen Untergrund, nehmt zum Beispiel eine Wasserwaage und schneidet dann einmal hier komplett so entlang. Jo, dann wollen wir mal. Ich habe mir noch eine Unterlage hier drunter gemacht, sonst schneide ich in meinen Tisch rein und das wäre jetzt nicht so toll. So, es müsste aber jetzt eigentlich schon durch sein. Na, da unten noch mal gerade kurz. Also es muss nicht schön aussehen, weil das ist ja eh nachher auf der Hinterseite. Aber jetzt ist der Karton dadurch nicht mehr so geknickt wie hier, sondern hier stabil. Und da kann man jetzt schön das doppelseitige Tape drauf bringen. Nur mal zum Zeigen für euch. Die oberen und unteren Teile sind noch nicht angebracht. Das wären dann diese nachher. Und jetzt könnte man sogar den Bilderrahmen als mobile Version benutzen, sage ich mal. Nur die seitlichen Teile sind dran. Das schaut jetzt so aus. Jetzt schaut mal. Cool, oder? Könnt ihr prima hier an der Seite fassen. Einer, der zieht den Bilderrahmen dann so ein bisschen stramm und die anderen klotzen dann doof durch. Also das ist zum Beispiel möglich als mobile Version. So, die Seite habe ich schon angebracht. Die bringen wir jetzt noch an. Doppelseitiges Tape. Ich schau mal gerade. Länge passt. Dann sucht man sich hier so die Mitte. Ein bisschen rüber. Zack. Und schon ist das Ganze jetzt hier befestigt. Und jetzt hat man einen relativ stabilen Bilderrahmen. So, schauen wir uns mal die Maße an. Wir haben circa von Rahmen bis zu Rahmen sind es ungefähr 80 cm, kennt man jetzt nicht. Die Innenfläche wäre ungefähr ja, 53. So, machen wir mal die Länge. Roundabout, ja, kann man sagen, 1,9 Meter. Und innen drin, wenn ich mal ganz genau dran halte, sind es circa, wo ist es, 81 cm. Ja, und so sieht dann der Bilderrahmen, wenn der stabilisiert wurde, aus. Finde ich richtig toll. Ich habe den mal hier seitlich mit meinen Softboxen so ein bisschen abgestützt. Und das sieht doch aus wie ein Originaler, oder? Hier sieht man manchmal ganz leicht da die Falz, also wo der gefaltet war. Aber von Weitem ist es eigentlich so gut wie nicht erkennbar. Und wenn ich jetzt mal so rangehe, und wenn ihr nur mal jetzt, lasst mal die Seiten weg, ungefähr so, dann sieht das doch auch mit dem Hintergrund richtig klasse aus. Ja, ich zeige es nochmal gerade von hinten. Also wie gesagt, das Ganze wurde dann hier stabilisiert. Hier kann man den prima festhalten. Und hier oben knickt er da nicht ein. Wollte eine mobile Version, da müsst ihr halt da oben die beiden Verstärkungen weglassen und den nachher dann mit beiden Händen auseinanderhalten und eure Kumpels verschwinden dann hier links und rechts im Bild. Ja, je nachdem wie groß euer Fernseher ist, könntet ihr eigentlich sogar, wenn der Fernseher zum Beispiel an der Wand ist, den Rahmen davor machen. Durch das Styrodur habt ihr ja einen gewissen Abstand. Von der Hitzentwicklung dürfte da eigentlich nichts passieren. Und das Ganze sieht dann richtig schick aus. Oder man macht einfach an die Wand. Da kann man ja dann noch ein schickes Foto, Poster oder Familienporträt dahinter machen. So, jetzt habe ich euch den Bilderrahmen aus Pappe auch mal kurz vorgestellt.
Ich habe gerade keine Ahnung, wie das aussieht mit dem Hut und dem Bart. Ich habe den einfach mal dran gehalten. Ja, tolles Produkt. Ich finde das halt klasse, weil man damit einen richtig teuren Bilderrahmen, ich sag mal, simulieren kann. Also das ist ja aus Pappe, sieht aber dann von Weitem aus wie echt. Man muss ein paar Bastelarbeiten vornehmen, damit das Ganze stabil wird. Habt ihr ja gesehen. Das sind dann vielleicht nochmal 10 Euro, die man investieren muss und dann halt die Zeit. Aber nichtsdestotrotz, wer an sowas Interesse hat, kann ich nur empfehlen. Da kann man halt prima Familienporträts oder Spaßfotos mitmachen. Jo, ich hoffe, das Video hat gefallen. Das war wieder der Test-Michel von YouTube. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.